Und damit hallo, hallo zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja. Lange Rede, doch keinen Sinn. Ich mache mich mal gleich auf den Weg. Denn wir sollen zum Wrack der Endurance. Also wenn ihr euch erinnert, das ist das Schiff, mit dem wir hier Schiffbruch erlitten haben. Na, da soll nämlich noch ein Kollege von uns rum. Lungern. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panirs grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Panir. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Oha, also das heißt ja, einer von uns hat schon Selbstmordgedanken, ne? Das kann ich natürlich nicht zulassen. So, ja. Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Apropos, in der letzten Folge hatten wir ja noch Dinge gekriegt, einen neuen Bogen, ne? Der jetzt den maximalsten Schaden hat. Jetzt haben wir da noch eine Mine. Also nicht alle Minen sind im Wasser, so wie es aussieht, ne? Da habe ich ein bisschen was Falsches gesagt. Ich war eigentlich der Meinung, dass die ganzen Minen alle nur im Wasser sind, aber so wie es aussieht wohl nicht. Okay, los geht's. Der Compound-Bogen. Schießen Sie einen Seilpfeil gegenüber von solchen, ja, Klettermöglichkeiten. Da kann der sich jetzt nämlich auch einhängen. Das ist mit dem vorherigen Bogen nicht möglich gewesen, da er nicht genug Kraft hatte. Hier ist das aber möglich, diesmal. Das bedeutet, zack, rein damit. Und rüber. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Valak, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du da? Angesenkt. Was ist wohl deinem Besitzer zugestoßen? Dann gucken wir uns das mal wieder an. Auf dem Schild ist ein Name. Da, Millie. Millie. Ja. So, okay. Hier gibt es natürlich auch noch viel zu entdecken hier in dem Wrack. Auch noch reinziehen. Gut. Sehr gut. Und dann sollen wir da rüber, so wie es aussieht. Wir müssen da hoch. Ja, genau, Leute. Und ich habe ja, wie gesagt, diesen Perk noch ausgebildet, dass der Überlebensinstinkt hier sogar durch Wände durchgeht. Das bedeutet, es wird alles angezeigt. Das ist sehr hilfreich, falls man alles auf 100% haben will. Kann ich das nur empfehlen. Okay. Oh, mach keinen Scheiß, Lara.
Was haben Sie gesagt? Was ist da oben los? Irgendeine Frau hat alle Gefangenen befreit und alle anderen umgelegt. Was? Nichts, nichts. Alles in Ordnung. So, dann haben wir da hinten noch eine Mine. Gucken, kann ich die schon treffen? So. Genau, normalerweise kommt man hier unten lang. Das schafft man aber nicht, aber jetzt wisst ihr ja, wie man da hinkommt. Zip, zip, zip. Nein! Ich hab E gedrückt, damit sie sich einhakt. Wollte sie nicht. Schade. Ja. So, diesmal gehe ich ganz nach rechts und mehrmals E hintereinander drücken. Klappt das schon. Jetzt kann man hier noch runter, das bringt nichts. Alles klar, also. Was zum Teufel sagen wir den Vollstrecker? Brauch Hilfe! Was ist denn da los, Junge? Ach, der ist gepanzert. Verwundet, ey. Hier ist gleich das nächste geheime Grab. Kann ich schon mal öffnen. Ne? Was da los ist, nicht so viel. Dazu komme ich später noch. Hey, was ist da los? Was war das? Der kam von hinten. Ja, Leute, und hier auch genau das gleiche wieder. Hier kann man sich natürlich einhaken. Macht aber keinen Sinn. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Deswegen, weil wir ja den neuen Bogen haben, können wir jetzt da unten uns einhaken. Na? Los geht's. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe, kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet.
Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Ja, Leute, und ihr seht schon, wir haben 1574 Bergungsgut. Das ist sehr, sehr viel. Dann würde ich sagen, geben wir mal ein bisschen was aus. Einfach nur so. Patronen müssen nicht mehr einzeln geladen werden, was das Nachladen beschleunigt. Sehr gut. Noch sind wir damit auch schon voll. Soweit es geht. Okay, wir sind noch. Ja, den Rückstoß. Erhöht die Schussfrequenz. Nachladezeit wird verringert. Nehmen wir mal die Schussfrequenz. So, und dann habe ich noch 624. Ich denke, das behalte ich. Okay. Gut, noch ein Teil. Super. Jetzt ziehen wir weiter. Los geht's. Das wird gereichen. Gut, versuch's jetzt. Komm runter! Wir haben einen Eindringling! Um Gottes Willen! Das gibt auf jeden Fall Punkte jetzt hier.
lieber Mann. Gut. Ja, dann war's das wohl mit den Gegnern. Gucken wir uns wieder ein bisschen um. Dich habe ich volle Money. Sauber. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Gut. Noch irgendwas hier oben müsste noch irgendwas liegen. Sache. Aber man kommt auch irgendwie anders hoch. Keine Ahnung jetzt wie. Ach da. Mensch. Okay, das kriegen wir auch noch nicht auf. So, ich soll aber da hoch. Natürlich habe ich eine Waffe. Komm mal her hier. Oh, so wie es aussieht, haben wir schon wieder Muni ohne Ende. Die werde ich dann auch benutzen. Komm mal her hier. Zack, Angriff. Arschloch. Pfeile hier oder was? Ja, die scheinen hier alle schon gepanzert zu sein. Wo kommst du denn her? Mein lieber Mann. Was ist da los? Was ist da los? In Deckung, ein Eindringling. Oh, wer? Ich? Da drüben! Wo? Oh. Schieß mit dem ersten Stock! Falscher Weg, sieh mir zu! Waffe! Scheiße. Leute, vielleicht gibt es hier noch was zu finden. Vorherige Bewohner. Also das wüsste ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Muss ich mal nachgucken. Weiß ich jetzt nicht. Vorherige Bewohner. Was war denn das?
Ja, das waren alle. Das ist noch eine dicke Kiste, die nehme ich natürlich mit. Alex, in was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? Wusste ich's doch. Da ist ein Geocache noch. Ah, ich glaube, ich sehe schon. Und zwar sowas wieder. Etwas, was man verbrennen kann. Genau. Naja. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich immer dasselbe, ne? Brenn das ab, mach das kaputt oder wie auch immer. Na ja, gut, okay. Anders kommen wir hier nicht runter. Dann so. Oh. So, dahinter ist auch noch was. Geprägt im Jahr Meiji 6, also 1873. Gut, das passt gerade richtig gut. Leute, also für die Leute, die jetzt aktiv Tomb Raider immer mit mir geguckt haben, oder besser gesagt mit mir das hier durchgestanden haben, das Abenteuer ist ja noch nicht ganz vorbei. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Genau, vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Genau, und dazu wollte ich jetzt kommen. Ich habe genau so eine Münze. Genau so eine, so wie ihr die da seht. Zwei Sennen aus dem gleichen Jahrhundert. Und das möchte ich euch gerne, also das möchte ich gerne verlosen. Wer Lust hat, ne, ich werde das später nochmal ein bisschen, weiß ich nicht, muss mir noch mal ein bisschen was einfallen lassen, wie ich das am besten mache. Aber genau so eine Münze aus Kupfer aus dem gleichen Jahr habe ich zu Hause. Und die würde ich gerne, wie gesagt, verlosen. Für die fleißigen Zuschauer unter euch. Ich werde dann zum Schluss eine Frage euch zu dem Spiel stellen. Ja, und dann, ja. Da gibt es, glaube ich, im Internet so eine Art Zufallsgenerator. Da kann ich das eingeben. Und wer das denn, wer der glückliche Gewinner ist, ne, der kriegt sie dann. Also es ist genau die gleiche hier. So wie ihr hier seht, ne. Das passt richtig gut, finde ich. Gut, gut, gut. Okay, Leute. Ja, also Obacht. Ist hier noch was drum? Ne. Doch. Ein bisschen grünes Kraut. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Mhm. Ja gut, Leute.
Ja, hier geht ja nochmal richtig Action. Da hier aber jetzt das Lagerfeuer ist, würde ich sagen, beende ich das. Ne? Muss leider sein. Weil sonst überziehe ich zu viel und ich meine, da geht jetzt noch richtig Action ab. Okay, ja, wie gesagt, zu dem Gewinnspiel werde ich später noch was sagen. Also wer Lust drauf hat, ne? Der sollte dranbleiben. Weil wie gesagt, die Münze, die ihr gerade gesehen habt, die habe ich original zu Hause. 2 Cent. Original. Und die würde ich dann an euch fleißige Zuschauer ja, weitergeben. An den glücklichen Gewinner. Okay. Ja gut, Leute. Dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen zuzugucken. Oder ein bisschen Spaß gemacht, zuzugucken. So. Ja, bis zum nächsten Mal. Haltet durch und tschüss.